Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Make a Pro. Heute zeige ich euch mal, wie ihr den iPod Nano der 7. Generation in den DFU bzw. Recovery Mode bekommt. Am besten erst gucken, wie es geht, dann nachmachen, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt und ich übernehme keine Haftung. Ja, also wir schalten das Ding mal aus mit dem Home-Button und dem Sleep-Button. Dann lassen wir ihn einmal nochmal angehen. Und wenn er jetzt wieder ausgeht, jetzt müsst ihr Plus und Minus drücken. Und warten. Und ihr seid im DFU-Mode. Ja, um jetzt hier sich zurechtzufinden, nutzt man Plus und Minus, um da durchs Menü zu gehen. Und jetzt können wir hier zum Beispiel auf... Acceleration zum Beispiel, XYZ, und mit dem Home-Button drückt man immer Enter und dann kann man hier sehen, wie sich das, wie sich der bewegt. Und dann können wir nochmal zurückgehen. Man kann hier alles halt testen, was man testen kann. Man kann das Audio, Headphone Left Channel, Headphone Right, Record to Buffer, Play from Buffer und so. Kann man halt auch was aufnehmen, wenn man Mikro anschließt. Ja, man kann hier LCD-Anzeige ändern, also grün anzeigen lassen oder rot und so. Das sind auch die wesentlichen Funktionen, die man da machen kann. Und um wieder zurückzukommen, also wieder euren iPod normal neu zu starten, drückt ihr einfach an und aus gleichzeitig. Genauso wie ihr normalerweise den iPod auch ausmacht. Wenn ihr das richtig macht und kurz wartet, dann seht ihr, der iPod ist aus. Und ihr könnt ihn jetzt auch wieder anschalten und er fährt nochmal wieder hoch. Ja, das war es mit diesem Video von Mac & Pro. Schaut auf unserem Kanal vorbei für mehr Informationen und lasst vielleicht ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.